Ja, wir haben mit dem Berliner Fußballverband und Union Berlin zusammen Trainer eingeladen und Trainerinnen aus Berlin, weil wir ja die Lebensrealität von den Kindern verbessern wollen. Und es darf kein elitäres Wissen sein, wie Kinder und Jugendliche Fußball trainieren sollen und können. Unsere Identität lautet, wir möchten, dass die Kinder und Jugendlichen Freude, Intensität, Wiederholung erleben in jeder Minute des Trainings. Und zwar jedes Kind. Das ist natürlich was Besonderes, einfach mal so die Fußballphilosophie von Hannes Wolf live auf so einem Platz erleben zu können. Und ich fand es sehr inspirierend, ne? Also die Momente, wie er coacht, wann er coacht. Ja, und nimm direkt den nächsten Ball. Das ist wunderbar. Alle Kinder müssen in Bewegung sein, alle Spieler müssen in Bewegung sein. Wir brauchen eigentlich keine Standzeit. Und das ist für mich so das, wenn ich eine Trainingseinheit habe, die maximale Anzahl an Minuten, was Spielzeit angeht, für die Kinder rauszuholen. Der Schwerpunkt ist wirklich, dass die Kinder ausgebildet werden. Und das ist ein bisschen das, was vielleicht zu kurz kommt allgemein, dass alle sehr ergebnisorientiert sind, Sachen, die machen, die funktionieren, um zu gewinnen, aber nicht um auszubilden. Im Breitensport ist es jetzt nicht ganz natürlich, mit Tempo zu spielen. Die Shot Clock schafft Tempo. Du musst dich offensiv freilaufen, du musst gegenüberwindend arbeiten. Deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen. Ich glaube, es ist immer wichtig, irgendwie sich selber auch nochmal inspirieren zu lassen von anderen Trainerinnen und Trainern, wieder neue Übungen kennenzulernen. Und ich glaube, das wurde auf jeden Fall total erfüllt heute. Wenn ich das Gefühl habe, dass jedes Kind auf seinem Niveau Aktionen hat, dann muss auch nicht alles klappen. Es geht nicht darum, dass da alles funktioniert. Das muss kein Hochglanztraining haben, sondern dass sie einfach die Chance haben, ihre Sportart hochdosiert zu erleben. Dass sie wirklich Sport machen, das heißt, dass auch natürlich eine gewisse Intensität da ist. Ja, und das sieht man ja schon im Gesicht, wenn die in ihre Zone kommen. Und das ganze Emotionsspektrum, Freude, aber auch Enttäuschung, wenn das alles da ist und es ist lebendig, dann bin ich zufrieden.